Wir bringen die beste Unterhaltung der Welt nach Deutschland. Gleich bei unserem ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft, den deutschen MMA-Rekord gebrochen und jetzt geht es weiter. Diesmal könnt ihr euch auch auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr trifft er auf den fiesen brasilianischen Shooter De Oliveira. Ein Rückkampf, der alle offenen Rechnungen begleichen wird und beiden Kämpfern die Chance gibt, zu zeigen, wer besser ist. Wird erneut vor seinem Heimpublikum auftreten. Diesmal als Sieger des Kampfs um Deutschland. Vor den Augen des gesamten Frankfurter Publikums wird der tschechische Publikumsliebling Milos Petrášek versuchen, ihm den Sieg zu nehmen. Petrášek takes him down immediately. Wie wird das Aufeinandertreffen des besten deutschen Kämpfers und mehrfachen Champions gegen den tschechischen Elitekämpfer ausgehen? Milos Petrášek! Die Geschichte und die Mission gehen weiter. Octagon 36, 15.10. Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de. Bekommen wird oder nicht. Wenn Ilic es schafft, den Takedown 2-3-4 Mal zu verteidigen auf dem 5-Runden-Kampf, sehe ich sehr, sehr gute Chancen für Ilic, dass er diesen Kampf gewinnen kann. Sollte allerdings Carlos diesen Kampf bei dem ersten oder zweiten Takedown-Versuch zum Boden bringen können, sehe ich sehr gute Chancen für Carlos Simola, diesen Titel zu gewinnen. Turnaj Octagon 34 posadí na trůn krále váhy do 93 kg. Carlos Terminator Vemola versus Alexander Joker Ilic. Má na svém kontě 13 vítězství, měl na stole smlouvu z PFL a nyní si přichází pod maní bojovníky Octagonu. I'm gonna defend every takedown what he's gonna try. I'm gonna punish him bad. He's going to sleep. Tento srbský bojovník mimoriadne sebavedomý. Teraz prišiel, vyzval Vemolu a bojoval s ním rovno o pasu. I'm not here for show, I'm here for the violence. Alexander Ilic bude nepříjemným soupeřem. 12 ukončení, z toho 7 v prvním kole. I just wanna go to the Prague, finishing quickly in the first round. It's gonna be the hardest for Carlos Vemola. You are desperate, you talk so much shit. We will punch you bad, you wish you never took this title fight. Po všech možných zákrocích a nepříjemnostech v osobním životě je zpátky jak fyzicky, tak mentálně. Carlos je blázen. Za mě jede kolikrát až za hranu. To je to, co odděluje normálního sportovce od toho vrcholového. V roční pauze je neuvěřitelné tempo troch zápasů v průběhu dvou měsíců. This is grappling style. Oh, big takedown against Pasternak. Oh my goodness, Vemola trying to submit. Now this could be it. He gets the tap! Pro legendu českého MMA je titulový opasek naprosto esenciální. Tohle je to, kdy to Carlito všem žokrům vrátí a budu tlačit a jdu tam vyhrát. Plné síle teraz měli na štvanici, připravený vybojovat si svůj titul poloťažké váhy. Vemola is the fake guy, fake champion, and I'll be the new king in Prague. The Octagon belt is not going anywhere. Staying here in Czech Republic. Zápas, který rozhodne o tom, který z borců se stane šampionem poloťažké váhy, tuto chvíli může začít. Das kann ich schon mal sagen. Tja, also das, was Alexander Ilic hier mit Carlos Vemola gemacht hat, auf tschechischem Boden, ist auf jeden Fall hier für die Tschechen so etwas wie Majestätsbeleidigung, würde ich mal sagen, oder? Ja, definitiv. Es sind viele Worte gefallen. Ich habe nicht alle Einzelheiten im Kopf.
nur Ausschnitte, aber das hat auf jeden Fall gereicht. Ja, das sind fiese Provokationen, die Alexander Ilic hier rausgehauen hat. Hat natürlich seinen Gegner hier durch den Dreck gezogen, hat Videos im Internet veröffentlicht von Carlos Vemola, wie er hier irgendeinen Stripclub besucht. Und lauter so Sachen und hat darüber halt auch seine Integrität angezweifelt. Ja, weil er sagt, hey, du willst nächste Woche heiraten und hängst in einem Stripclub rum, come on. Ja, das ist also die Schiene, auf die es Alexander Ilic hier abgezielt hat. Und das Ganze ist Carlos Vemola vielleicht auch zu Kopf gestiegen. Das Ganze ging nämlich so weit, dass der seine Hochzeit aufs Spiel gesetzt hat. Carlos Vemola heiratet nächste Woche Donnerstag und er hat gesagt, sollte ich diesen Kampf hier verlieren, wird meine Hochzeit nicht stattfinden. Er hat gesagt, ich habe meiner Frau versprochen, dass sie einen Champion heiratet und als der werde ich auch hier rauskommen. Und sollte ich dieses Wort nicht halten können, dann wird meine Hochzeit nicht stattfinden. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass Carlos gewinnt, denn ja, sonst hängt der Haussegen schief, würde ich sagen. Ja, absolut. Also ich bin mega gespannt auf dieses Matchup. Wer Ilic ein bisschen verfolgt hat bei KSW, sehr viel Potenzial, krasses Stand-Up-Talent, ja, muss sich aber auch am Boden nicht verstecken. Ja. Hat in mehreren Kämpfen bewiesen, wenn er geworfen worden ist, dass es nicht einfach ist, ihn am Boden zu pinnen. Ja, starken Scramble hat er. Und ja, die tschechischen Fans sind überhaupt nicht erfreut, den man Joker sieht hier, schon hier bei Balken, wie flink er ist. Ja. Dieses flinke Striking gepaart mit der Explosivität gefällt mir sehr gut. Also geschmeidig wie eine Raubkatze. Und hier haben wir den König von Prag, Carlos Terminator Vemola. Přichází muž, stroj, terminátor. Dokázat vám, že v oktagonu je jen jeden král. A k tomu ho doprovází sám Bůh. Čas dá si měří svůj maraton. Někdy se cítí starší než vědom. Er kommt hier auf seinem königlichen Thron in die Halle gefahren. Sieht ein bisschen aus, als würde er auf einer Sänfte hier reingetragen werden. Und hier sehen wir nochmal aus der Vogelperspektive diese atemberaubende Kulisse auf der Prager Straße hier in der Tennisarena. Jetzt erstmal seine ganze Deko, seinen ganzen Schmuck ablegen, bevor die Offiziellen ihn hier vor dem Käfig empfangen können. Ja, wir haben natürlich Glück, dass es nicht so schwer ist wie bei Deontay Wilder damals. Ja, Deontay Wilder hat ja, glaube ich, damals ernsthaft behauptet, er hätte den Kampf verloren, weil sein Kostüm 20 Kilo gewogen hat. Ist ja, das richtig? Man muss auch dazu sagen, dass er davor behauptet hat, dass er mit dieser 50 Kilo Rüstung einläuft und jeden Tag 15 bis 20 Minuten mit so einer Rüstung trainiert, um dafür gewappnet zu sein. Aber das haben wir hier zum Glück nicht. Also alle Leute stehen hier im Stadion, alle Handys sind oben. Und Vemola kommt schon mit dem verbissenen Gesicht. Ja, ich habe gerade erfahren, dass der Sänger, der dieses Lied singt, sehr bekannt ist und Karel Gott heißt. Ha, 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 ha.
Alexander Ilić signalisiert Carlos Vemola schon, komm rein. Der kann es kaum erwarten, hier Carlos Vemola vor die Fäuste zu kriegen. Und liebe Zuschauer, wir machen uns bereit für den Hauptkampf des heutigen Abends. Bei knisternder, elektrisierter Kulisse übergeben wir jetzt hier nach der Gegenüberstellung der Kämpfer ein letztes Mal für diesen Abend an Andrei Novotny für die offizielle Vorstellung. Mama mia, was ist hier los? Völlig verrückt. Ladies and gentlemen, this is the last fight of the evening. This fight we brought you in association with. Tenhle zápas vám přinášíme ve společnosti se Štěpánem Kozubem a jeho stand-up komedy Kozub bez urážky. 28.12. první stand-up v O2 aréně. Vstupenky jsou v tuto chvíli už před prodeji. Our judges is ready to judge this fight. And a judge who will be judged this fight inside the octagon is Pablo Picante Tosh. And now, this is the main event of the evening for Octagon MMA Light Heavyweight title. And this is why we all together here from Štvanice, Prague, jedeme! Einfach purer Wahnsinn, Stefan, also. Let me introduce you both fighters. First, in the blue corner. He is 23 years old. He stands 189 centimeters tall. And he weighed in 23 kilos. Also, das ist genau die Atmosphäre, auf die Ilić Bock hat. Ja. Das ist, was Ilić selbst kreiert hat, aber es gefällt ihm. Ja. Er heißt nicht umsonst der Joker und er scheint den Wahnsinn zu lieben. Ich denke, er sollte Mad Max auf jeden Fall mal treffen. Fighting out of Serbia, Alexander Mama mia, ich habe noch nie einen Kämpfer erlebt, der so dermaßen nach Strich und Faden ausgebuht wurde. Aber hey, er hat es sich selber so ausgesucht, also muss er damit leben. Michal Vančura, Michal Soukup and Paul Ivans. He has a professional record of 38 fights, 32 wins and only 6 losses. In Neruda Cup representing Goldfingers team. Fighting out of Czech Republic. So, es kann losgehen. So, liebe Kampfsportfreunde, haltet das Popcorn gut fest, denn jetzt wird es ernst. Ich bin gespannt, wie Ilić den Kampf eröffnen wird. Und du weißt, wir haben ein paar Flying Knees gesehen. Und du weißt, Stefan, jeder Kampf beginnt im Stand. Und das ist das Zuhause von Alexander Joker Ilić. Auch wenn Carlos Vemola hier nach vorne stürmt, schafft sich Ilić hier seinen Raum. Und ich muss sagen, mir gefällt es hier sehr gut, denn der bewegt sich hier intelligent zur Seite. Weicht diesen geraden Angriffen von Carlos Vemola seitlich aus. Oh! Und kriegt ihn hier schon direkt auf den Boden.
versucht ihn hier mit Schlägen zu bearbeiten. Ja, Demona legt hier los in die Feuerwehr. Wenn er einmal ein Körperteil zu fassen bekommt, arbeitet er sich Stück für Stück nach oben. Ja. Ilic muss jetzt hier darauf achten, dass er mit dem linken Underhook arbeitet. Und die Halle kocht. 9000 tschechische Fans, die ihren Helden hier anfeuern. Meine Güte, was für eine Kulisse. Ja, Vimola versucht hier den Single Leg zu erzwingen. Er ist keiner, der jetzt besonders in der Kette ringt. Und bekommt den Takedown auf. Aber wie? Also ausgehoben vom Feinsten. Ilic schlägt hier aus der Unterlage. Kurze Seitwärtshand ins Gesicht von Carlos Vimola. Aber das ist auch das Einzige, was er hier momentan gerade noch entgegenzusetzen hat. Er versucht, seine Guard hier zu schließen. Und bringt kurze Ellbogen von unten nach oben. Um Vimola hier das Leben in der Oberlage, in der Top-Control hier schwer zu machen. Ja, Ilic muss Platz schaffen, um seine Knie wieder nach drinnen bringen zu können und am Ende den Stand-Up zu versuchen. Denn er kann auf gar keinen Fall hier am Rücken bleiben. Ja, Ilic versucht, die Hände von Vimola zu blockieren, ihm damit so ein bisschen den Raum zum Arbeiten zu nehmen. Aber Vimola befreit die Hände wieder direkt. Und Carlos Vimola arbeitet weiter mit Schlägen aus der Oberlage. Das ist eine Bombenstimmung hier. Wahnsinn. Das ist einfach nur der pure Wahnsinn. Also das ganze erlebt man Publikum echt nicht oft. Feuert Carlos Vimola an. Und jetzt auch noch harte Ellbogen. Damit hat er schon einen Cut bei Alexander Ilic geöffnet. Man muss dazu sagen, dass Ilic es aber Carlos auch nicht gerade schwer macht. Ja. Er bleibt in dieser Position. Verschließt sozusagen die Beine. Er muss da wirklich daran arbeiten, dass er Platz schafft. Harte Ellbogenstrikes hier von Carlos Vimola. Und der bricht jetzt hier gerade die Guard von Alexander Ilic auf. Und Ilic sieht schon wirklich mitgenommen aus. Sein Gesicht blutet fies. Das Blut läuft, glaube ich, auch schon bei ihm ins Auge. Ja, passiert. Und jetzt ist er schon mal am ersten Bein vorbei. Ja, für Ilic gilt es jetzt hier links den Underhook zu holen und endlich auf die Knie zu kommen, um seine Position zu verbessern. Und Carlos geht hier. Ja, so hat Carlos und seinen letzten Kampf gefinisht. Ja, das ist. Hätte ich absolut nicht erwartet. Und die der zweite Erstrunden Abtriangle, mit der Carlos Vimola innerhalb von 5 Wochen gewonnen hat. Starke Leistung. Man muss auch dazu auf der Gegenseite sagen, Alexander Ilic hat diese Arm-Triangle auch nicht gescheit verteidigt. Ja? Ich glaube, diese Arm-Triangle saß und Vimola hatte noch nicht mal seinen Oberkörper seitlich von dem von Vimola. Das war, glaube ich, sogar noch auf der Mount-Position. Da sieht man aber auch einfach mal, was für ein kräftiger Koloss Carlos Vimola ist. Das lag aber auch natürlich an der Inaktivität durch Ilic. Ilic hat nach dem Wurf leider nicht mehr versucht, wirklich seine Position zu verbessern. Ja. Ja, aber hier sieht man auch wieder alles, was gesprochen wurde. Ja. Am Ende des Tages ist es vergessen. Es sind echte Sportsleute, die sich gegenseitig gratulieren und danach wieder gut miteinander sind. Teilweise sogar miteinander trainieren, wenn man miteinander gekämpft hat, um das Game des anderen zu verbessern, sich selbst zu verbessern, weitere Trainingspartner zu gewinnen. Ja. Und ich glaube, Carlos Vimola hat sich heute hier unsterblich gemacht in Prag.
Ja, sowas ist natürlich mega imposant. Nach diesem Trash-Talk dann ein Erstrunden-Submission gegen sonst starke Striker hier aus der Tasche zu ziehen. Er hat ihn einfach überrannt. Ilic hat irgendwann kein Land mehr gesehen. Und dann passiert es, wie es passieren musste. Wow, hier sehen wir noch mal diesen meistergültigen Takedown. Flugstunde hier für Alexander Ilic. Und dann passierte es, wie es unausweichlich war. Und eigentlich weiß es jeder Gegner von Carlos Vemola, was da auf ihn wartet. Aber bisher hat noch echt keiner seiner letzten Gegner ein wirksames Mittel dagegen gefunden. Ja gut, wenn man den Kampf von Attila Weg anschaut, Attila Weg hat ihm direkt gezeigt, dass er nicht nach vorne laufen kann und ihn mit harten Strikes bestraft, was zum Ende hin zu einem Erstrunden-Knockout für Attila Weg geführt hat, der ihn besiegt hat. So Stefan, jetzt sehen wir hier den neuen König im Halbschwergewicht, Carlos Terminator Vemola. Ich glaube, dieser Titelgürtel würde dir auch ganz gut stehen, oder? Definitiv, ich arbeite ja dafür. Ist bei meinem ersten Anlauf leider nicht so gut geglückt, da ich diesen Kampf durch den TKO, durch den Dr. Stoppage verloren habe. Ja, das war aber ein bisschen ärgerlich, dass dieser Kampf so frühzeitig unterbrochen wurde, aber... Ja, aber das gehört dazu zum Sport. Wie gesagt, es passiert alles aus einem gewissen Grund. Also der Druck war wirklich unglaublich. In den letzten zwei Monaten hattest du mehrere Kämpfe. Das war ein schwieriger Gegner und du hast ihn wirklich fertig gemacht. Meine ersten Gefühle sind, es ist genauso gegangen, wie ich gesagt habe. Alle haben gewartet auf diesen Kampf. Er hat gesagt, dass ich meine Gegner aussuche, aber das war hier nicht der Fall. Also der Titel gehört mir. Wir haben einen tollen Champion, Ivan Buchinger. Alle, die sagen, dass ich meine Gegner aussuche, ihr könnt mich mal. Kannst du das noch einmal auf Englisch bitte wiederholen? I'll be back, bro. I work 3 minutes. About 3 minutes. You don't pay me enough for 3 minutes. So basically, I said I will choose opponents. There's a one little fat boy in middleweight. He holds it up in my belt. If he keeps it by end of the year, I will go and take it off him. And to prove I'm not choosing opponents, there's Octagon in Germany. They got one very big boy over there. If the heavyweight title is vacant, I'm gonna go and take it. I don't choose anyone. And anyone saying I'm choosing opponents, they can fuck off. Děkuju moc. Pojďme se společně podívat. Schauen wir uns jetzt zusammen etwas an. One more thing, because if you speak English, I would like to apologize to the real king, to the gypsy king. I stole him his entrance, but he's a big inspiration for all of us. He's a motivation to all the people. If they believe in themselves, they can achieve anything. So thank you, Tyson. And sorry, I use your throne. I know you're Gypsy King, but I'm the king of Octagon. Us! Pro ty z vás, kteří nejsou tolik doma v bojových sportech, to byl vzkaz Tyson Furymu a vlastně omlouvá za to, že použil ten trůn. Das war eine Nachricht für Tyson Fury. Což myslím, že dnes večer minimálně tahle rána určitě souhlasí. Pojďme se podívat na tu neuvěřitelnou náhodu. To bylo an, was Unglaubliches du gemacht hast. Es war fantastisch, wie du deinen Gegner getroffen hast. Du hast wirklich in dich geglaubt.
bis es zum Takedown kam. Also ich hatte wirklich ein hohes Selbstbewusstsein und ich hatte ein tolles Team um mich herum. Das war ein Plan. Ich habe gewusst, dass er vor mir weglaufen wird. Ich habe es euch versprochen, dass es nicht bis in die dritte Runde kommt. Und ich habe auch versprochen, dass ich heiraten werde. Married her, so Lela. Byla jsi hodně nervózní, že by to mohlo nedopadnout. Jsi nervóz? Tak jako každý zápas prežívám s Carlosem a já jsem věděla, že to dá. Natürlich habe ich das mit ihm durchlebt, aber ich habe gewusst, dass er es schafft. Vielen Dank an die Fans, weil solche Fans gibt es nirgendwo. Ich will das noch damit beenden, dass es wirklich unglaublich hier war. Die Atmosphäre war unglaublich, die Fans sind die Besten. Dávaj mě dohromady, tady Forbes, který se o mě stará. Nobles dámů, že vás tady celá řada. Děkuju Goldfinger za tu krásnou nástupovku. Vielen Dank. Vielen Dank auch für den schönen Antritt. Děkuju za tu podporu. Danke sehr. Vielen Dank. Carlos, basically, thanks to all the sponsors and invite you on after party. After party v Duplexu, dámy a pánové, těšíme se na vás. Now, Alexander Ilić. Alexander, so thank you for all the hype you made for this fight. What was different than you expect in this fight? First of all, I want to appreciate all the fans, all the promotion, everything is done by me, for you, of course. It's a pleasure to fight with Carlos for the light heavyweight title. Thank you for choosing me for his opponent. The main difference in the fight was, of course, his power. I have 95 kilos today, and of course, his skill and power is amazing, even bigger than I thought. So, congrats to Carlos. I don't have no excuse. Better man win tonight. Yeah, I'll take this loss like a man and come back. Thank you. Tuhle porážku beru jako chlap, Carlos byl prostě silnější. Also auf die Frage, wie er den Kampf erlebt hat, hat er sich zunächst einmal bei Octagon und bei den Fans für diese Veranstaltung bedankt, dass das hier so ein klasse Event war. Er hat gesagt, er hat nicht damit gerechnet, dass Carlos Kampfstil so stürmisch verläuft, dass er ihn so krass überrennen wird. Aber am Ende des Tages war Carlos der bessere Mann. He saw that I wanna win, he saw that I come first to him. This is stupid. I just want to say to my family, to my wife and kids, that is good. I'll have a couple of stitches. I'll even be more prettier after this. Also er lässt an seine Familie ausrichten, hey, Frau, Kinder, Papa, geht's gut. Es sind ein paar Stiche, die wir nähen müssen, aber ich stehe bald wieder auf den Beinen. A těch pár stavů mi k tomu pomůže se připravit nastoupit třeba příští měsíc. A my se těšíme, protože Alexander Ilić je opravdu skvělý bojovník, ale král v oktagonu minimálně dnes večer, jak se ukázal Carlos, je pouze jeden. Dámy a pánové, děkujeme moc, štvanice byla fantastická. Znovu díky vám, díky našim bojovníkům a těšíme se s vámi nejpozději 17.9. v Brně na fantastickém eventu ve Winning Group Areně. Díky moc, byli jste skvělí. Vážíme si to, znamená to pro nás vše. Octagon Party v Duplexu a prosím, vraťte náramky, šetřme životní prostředí. Ahoj! Wir bringen die beste Unterhaltung der Welt nach Deutschland. Gleich bei unserem ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft
den deutschen MMA-Rekord gebrochen. Und jetzt geht es weiter. Diesmal könnt ihr euch auch auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen. Oh, left hand's dropped him. Zum zweiten Mal in diesem Jahr trifft er auf den fiesen brasilianischen Shooter de Oliveira. Ein Rückkampf, der alle offenen Rechnungen begleichen wird und beiden Kämpfern die Chance gibt, zu zeigen, wer besser ist. Wird erneut vor seinem Heimpublikum auftreten. Diesmal als Sieger des Kampfs um Deutschland. Vor den Augen des gesamten Frankfurter Publikums wird der tschechische Publikumsliebling Milos Petrášek versuchen, ihm den Sieg zu nehmen. Petrášek takes him down immediately. Wie wird das Aufeinandertreffen des besten deutschen Kämpfers und mehrfachen Champions gegen den tschechischen Elitekämpfer ausgehen? Milos Petrášek! Die Geschichte und die Mission gehen weiter. Octagon 36, 15.10. Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de.